Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich sehe gerade ein bisschen komisch aus. Ich gucke gerade mal, wie das Licht am besten ist. Das ist so hell. Ich muss mich immer daran gewöhnen, weil das extrem hell ist. Und dann sehe ich mich selber gar nicht mehr. Und was zeigt ihr mir denn jetzt an? Auf jeden Fall, Entschuldigung. Ich habe ja euch im letzten Video erzählt, gesagt, gefragt, ob ihr denn mit den neuen Kosmetikprodukten, ob ihr davon ein Make-up-Tutorial sehen wollt, wie ich die neuen Sachen benutze. Und die meisten haben halt einen Daumen hoch gegeben und deswegen, ja, habe ich mich entschieden, dieses Video jetzt zu machen. So, am besten hole ich euch ein bisschen näher ran, damit ihr mich, auch wenn das ein bisschen doof aussieht, ich weiß, das sieht bescheuert aus, ach du Kacke, richtig sexy auf jeden Fall. Das wird jetzt kein, also es wird jetzt ohne Voice-Over. Ich erkläre euch kurz, was ich benutze und wie ich das mache, zeige ich euch dann, welche Farbe ich dann benutze, das zeige ich dann auch. Ich hoffe, ihr versteht das dann trotzdem, weil keine Ahnung, wie ich dieses Voice-Over machen soll. Ich habe es schon mal gemacht, aber das ist so kompliziert. Oh, ich weiß nicht, also irgendwie checke ich das auch gar nicht. Ich muss mal gucken, dass ich mir so ein Mikrofon besorge, wo ich das einfach dann mit nachsprechen kann. Weil das dann sonst richtig viel Gigabyte oder wie viel das auch ist, Warum habe ich denn jetzt die ganze Schminke? Okay, egal. Ja. Zuerst mal sprühe ich mein Gesicht mit dem MAC Prep and Prime Spray ein. wie ich mein Make-up mache, das ist mir überlassen. Das dient jetzt nur als Inspiration. Ihr wisst, was ich meine. Nicht, dass ich hier alles richtig mache. Ich bin keine Kosmetikerin oder sonst irgendwas. Ich schmink mich so, wie ich das gerne mag, wo ich das meine. Und deswegen jeder so, wie er will. Ja, damit sprühe ich mir einmal das Gesicht ein. So, jetzt kommen wir zu dem The Professional. Ja, ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es halt die Poren verstopft, also dass das ein bisschen ebenmäßiger wird, dass man die Poren nicht mehr so sieht, bla bla, dies, das. Ja, ihr wisst schon. Jetzt benutze ich mein Make-up-Eye. Und meine MAC Foundation, die Pro Longwear Foundation in der Farbe NW18. Keine Ahnung, guckt einfach mein letztes Video. Da habe ich die ganzen Sachen vorgestellt. Und da benutze ich jetzt immer nur so eine kleine Menge. Also ich benutze echt nicht viel Make-up. Und das mache ich jetzt halt auf mein ganzes Gesicht. So, ich habe jetzt meine Foundation aufgetragen und wie gesagt, ich benutze nicht so viel, deswegen einfach nur, damit die ganzen Rötungen ein bisschen retuschiert sind. Vorher habe ich immer Concealer benutzt, aber
Momentan habe ich irgendwie Bock auf Foundation. So, kommen wir zum Augen-Make-up. Und da benutze ich jetzt die MAC-Palette, die ich euch auch in diesem Video vorgestellt habe. Also, die kann ich echt empfehlen und ich liebe diese Farben. Also, viele haben gesagt, so, ja, nee, die Farben sind nicht so meins. Aber es ist auch jeden seins. Oh mein Gott, das hat sich gerannt. Und hierzu benutze ich zwei Zoeva-Pinsel. Einmal die 234, das ist der hier. Und einmal 227, das ist der hier, der nehme ich zum Verblenden. Und den benutze ich dann ein bisschen zum Auftragen. Und noch was, und zwar benutze ich von Anayake den hier. Ich weiß leider nicht die Nummer. Das ist so ein, der ist etwas flacher. Ich weiß nicht, glaube ich, so ein Concealer-Pinsel. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Den benutze ich, ja, das zeige ich euch einfach gleich, für was ich den hier benutze. Denn ich arbeite auch ganz bisschen mit der Foundation. Man kann aber auch Concealer benutzen, aber ich habe jetzt gar keinen Concealer hier. Deswegen wisst ihr gleich, was ich damit mache. Ja, und ich würde sagen, damit mache ich jetzt mein Augen-Make-up. Und ihr werdet dann, also ich zeige euch jetzt dann, welche Farben ich benutze zuerst, blablabla. Also bis gleich. So, das Augen-Make-up ist jetzt fertig. Ich habe jetzt noch meine Wimpern aufgeklebt. Wie ihr Wimpern aufklebt, dazu habe ich ein Video gemacht. Das findet ihr auch in meinen Videos. Ich verlinke euch das einfach in der Infobox. Da habe ich erklärt, wie man Wimpern aufklebt. Ich hoffe, man versteht das irgendwie. Ich bin nicht so gut in Erklären, deswegen lasse ich es immer. Ja, jetzt kommen wir zum Highlighten, Contouring und Blush. Ich fange erstmal mit meinem Blush an. Ich benutze das von Benefit, das Rocketeur. Und gebe es ein bisschen auf die Wangen. Jetzt benutze ich meinen Bronzer, auch von Benefit, der Hoola Bronzer. Und da benutze ich auch davon den Pinsel. Und ja. Und bronze mein Face. Ich benutze jetzt von MAC den Highlighter und von Zoeva 105 den Luxe Highlight Pinsel. Zum Schluss kommt natürlich mein Lip Cream Soft Matte von Luxe. Das ist die Farbe Abu Dhabi. Thank you.
So, das ist mein Make-up. Sorry, meine Kamera ist gerade ausgegangen, deswegen filme ich gerade mit meinem Handy weiter. Aber ich will euch jetzt auch gar nicht so lange aufhalten. Das war's jetzt auch schon mit dem Video, würde ich sagen. Ich habe so viele Mückenstiche. Boah, das ist so schlimm, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und der Look und alles drum und dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!